Mein Name ist Klaus Mori und ich freue mich sehr, dass ich teilhaben kann am Kongress von Anita Ich will leben. Ein Kongress, der in die Tiefe geht, der mich sehr berührt hat, weil sie tiefgehende Fragen gestellt hat. Und das ist genau das, was mich lebendig werden lässt. Was gibt's Schöneres als dieser Satz? Ich will leben, durch die Trauer gehen ins Leben. Macht mit und gönnt euch diese. Es lohnt sich nicht nur, diesen Kongress anzusehen, sondern genau genommen ist es unverzichtbar. Es entscheidet praktisch, welches Leben Sie ab sofort leben. Leben Sie weiter in der Illusion des Ich mit den Schwierigkeiten, den Problemen, das, was Sie bisher kennen mit Mangel und Leid, oder sind Sie bereit aufzuwachen und treten Sie ein in das faszinierende Abenteuer Ihres wahren Lebens? Dafür kann dieser Kongress der Schlüssel sein. Also, jetzt liegt es in Ihrer Hand, was Sie daraus machen. Hallo, ich bin die Lena und ich kann dir zeigen, wie du auch in der ärgsten Schockstarre mit sehr schönen, einfühlsamen Atemübungen wieder in Bewegung kommst und wie du die Szenen deines Lebens in jeder Situation neu gestalten kannst und dich jetzt neu erfinden kannst. Drum melde dich jetzt an. Ich will leben. Ich lade euch ein, euch diesen Kongress anzuschauen. Der heißt Ich will leben. Und gerade habe ich das Interview mit Anita geführt und wir haben über das Thema Empty Nest, Kinder loslassen, erwachsen werden. Von beiden Seiten haben wir uns das ganz genau angeschaut. Und wenn du jetzt hier das gerade hörst und denkst, ich habe schon auch ein Thema mit leben wollen, manchmal will ich es einfach nicht, dann unbedingt schau dir diesen Kongress an und mach dich auf die Suche, was kann dir jetzt helfen, wie kannst du zu dieser klaren Entscheidung kommen, ich will leben. Und was immer da im Weg steht, es lohnt sich genauer hinzuschauen, um darüber hinaus zu wachsen. Und ein Teil dahin kann dieser Kongress sein. Herzlich willkommen und viel Spaß mit den Interviews. Hallo ihr Lieben, ich hatte soeben ein wundervolles Interview mit Anita Zoder und zwar haben wir über Emotionen gesprochen, wie es uns geht und was wir denn tun können, wenn es uns auch mal schlecht geht. Also wenn wir mal traurig sind, was für Möglichkeiten haben wir denn, um unsere Seele zu pflegen und was können wir denn tun, dass unsere Seele wieder tanzt und wieder lacht und sich wieder freut. Ein super spannendes Thema und Anita macht einen grandiosen Online-Kongress Ich will leben. Ich kann jeden nur dazu einladen, meldet euch an und schaut euch diesen Kongress an. Das ist wirklich so wertvoll, in der heutigen Zeit empathisch zu sein, auf sich selber zu achten, sich selber zu hören und zu schauen, was gibt's denn überhaupt für Möglichkeiten, dass es mir gut geht. Weil wenn es mir gut geht, dann kann ich auch für andere da sein. Also schaut es euch an, meldet euch an. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ich wünsche euch einen grandiosen Tag. Lasst es euch gut gehen. Liebe. Ich fand es besonders schön, dabei sein zu dürfen, um die Sternenkinderfotografie noch bekannter zu machen. Außerdem ist die Anita eine ganz nette Person, sehr sympathisch und es macht Spaß, sich mit ihr zu unterhalten. Hallo liebe Zuseher und Zuseherinnen, mein Name ist Michaela Russmann. Ich freue mich, bekannt geben zu dürfen, dass ich als Kongressvortragende beim Ich will leben Kongress mit dabei sein darf und freue mich, euch aus meiner Sicht der Dinge zu erklären, wie geil das Leben sein kann. Anita und ich haben soeben dieses Interview geführt über Kommunikation und wie man verbunden und frei kommunizieren kann. Und sie hat mir super Fragen gestellt. Und es ist wirklich ein Feuerwerk an Informationen geworden. Wirklich toll, schau es dir an, es lohnt sich.
Ja, ich freue mich, dass Sie mich sehen, und ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Online-Kongress besuchen und teilnehmen an diesem Kongress. Sie werden dort sicher nicht nur über Trauer, sondern über viele andere Lebensthemen Wichtiges erfahren. Nehmen Sie teil, schauen Sie, was Ihnen hilft, und nehmen Sie das auf, was Sie dort erfahren. Ich freue mich auf Ihre Teilnahme und auf ein Wiedersehen bei diesem Online-Kongress. Hallo ihr Lieben, ich habe gerade ein Interview gegeben, der Anita, für ihren tollen Kongress Ich will leben. Ich habe ein bisschen erzählt über meine Lebenssituation. Ich habe meinen chronisch kranken Sohn vor 3 Jahren zu Grabe getragen. Und wie es einem da so geht, währenddessen und danach, war sehr spannend, ihr dazu berichten. Und ich hatte das Gefühl, all die Jahre nie wirklich gelebt zu haben. Es ging immer um ihn und um die anderen. Und jetzt will ich endlich einmal leben. Und es freut mich ganz besonders, dass jetzt ihr Titel vom Kongress Ich will leben heißt. Und ja, ich lade euch recht herzlich ein. Tragt euch gleich ein. Es ist ein ganz toller Kongress und ganz viel Speaker. Und ihr werdet euch sicher viel mitnehmen. Seid dabei. Hallo ihr Lieben, habt ihr gerade einen Verlust erlitten? Oder kennt ihr jemanden, der in Trauer ist? Möchtet ihr andere dabei begleiten, wenn sie in Trauer sind? Wir, die Experten dieses Kongresses, zeigen euch, was es für Möglichkeiten gibt, mit Trauer umzugehen. Denn meistens werden wir gemieden, wenn wir traurig sind. Ich kenne das sehr gut. Mein Vater ist letztes Jahr gestorben. Ich weiß, wie das ist. Ich weiß auch, wie schwierig das sein kann, wenn jemand in Trauer ist und man weiß wirklich nicht, was man sagen kann. Wir sind für dich da und zeigen dir ganz viele Möglichkeiten, wie diese Trauer ein Teil des Lebens werden kann. Schau dir diesen Kongress an. Lerne was über Trauer von denjenigen, die sich wirklich damit befassen. Und wir hoffen von ganzem Herzen, dass wir dich durch deine schwere Zeit begleiten und sind uns ganz, ganz sicher, dass wir dir viele wunderbare, wertvolle und wichtige Informationen geben können. Also, schau dir den Kongress an. Wir freuen uns. Bei diesem Kongress geht es um dich. Es geht um dich, wie du wirklich von einem Überleben in ein Leben, in eine Lebendigkeit kommen kannst. Und ich weiß, dass die Anita da ganz stark drauf schaut, dass die Leute Tipps geben, dass sie wirklich dich einladen, in eine Umsetzung zu kommen, um das zu tun, was dir Lebendigkeit bringt. Und wenn du noch nicht angemeldet bist, dann kann ich sagen, schade. Nein, ich sag, melde dich an. Im Jahr 2025 werden ca. 40% aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwischen 50 und 65 Jahre alt sein. Auch wenn sie bis jetzt vielleicht noch nicht mit dem Phänomen von Tod und Trauer am Arbeitsplatz konfrontiert waren, sie werden es in Zukunft sein. Da sind ihre Chancen statistisch sehr hoch. Deswegen sehen Sie sich diesen Kongress an, um auf diese Eventualität vorbereitet zu sein. Ich will leben. Leicht gesagt, schwer getan. Meistens, und alles, was es dann eigentlich nur braucht, ist ein kleiner Entscheid. Wie schwer dieser aber sein kann, vor allem gerade dann, wenn wir mitten dabei sind, über unser Leben zwischen ich will und ich habe entscheiden zu müssen, in welche Richtung soll es gehen? Bin ich glücklich? Bin ich traurig? Und wie komme ich von A nach B? Dann, wenn das Leben so gar nicht nach unserem Sinn spielt. Für mich als Grabredner und Fotograf sind genau diese Momente im Leben, wo es wirklich darum geht, sich zu entscheiden, was will ich denn eigentlich mit diesen Momenten, die mich glücklich und traurig machen und die mir vor allem mein Glück und meine eigene Trauer bewusst machen. Denn wirklich machen. Wie will ich in Zukunft damit umgehen? Wie will ich in Zukunft damit leben können, wenn ich schon damit leben muss? Über dieses Thema haben Anita und ich bei Ich will leben, dem Online-Kongress, in unserem gemeinsamen Interview gesprochen. Wenn du herausfinden willst, wie ein Grabredner dazu steht,
dass Glück nur die andere Seite der Waagschale ist. Schau einfach rein. Herzlich willkommen beim Ich will leben Kongress von Anita. Ich würde dir diesen Kongress wirklich, wirklich ans Herz legen, weil er dir unglaublich viele Perspektiven auf das zentrale Thema eines unserer jeden Lebens liefert. Perspektiven von Therapeuten, Perspektiven von Menschen aus anderen Bereichen, was eher selten ist bei solchen Kongressen. Das gibt dir die Möglichkeit, einen unglaublichen Einblick in dieses Thema zu finden. Ich will leben, was das für dich bedeutet, was das für deine Emotionen bedeutet und damit dann weiterzumachen in deinem Leben, Impulse rauszunehmen aus verschiedenster Sicht, Sichten, die du vielleicht noch nie selber auch nur ansatzweise in Betracht gezogen hast. Aber das gibt dir diesen Impuls, diese Inspiration. Und ich kann dir das wirklich nur von ganzem Herzen empfehlen, weil so Perspektive geschafft wird und Veränderung angegangen. Hallo, ich heiße Ulla Luhmann und bin Film- und Fotojournalistin. Ich möchte euch von meinem Adoptivpapa in Papua-Neuguinea erzählen, der das Leben mit dem Tod nämlich ganz, ganz, ganz anders sieht. Seid ihr dabei? Ich freue mich auf euch. Hallo ihr Lieben, ich bin Ulrike und ich bin Trauerbegleiterin. Gerade eben habe ich mit Anita ein Interview geführt, und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, den Trauerschmerz zu fühlen und zuzulassen. Wenn auch du dich fragst, wie du wieder in die Lebensfreude findest, dann melde dich am besten gleich an für den Kongress. Ich freue mich auf dich. Ja, hallo ihr Lieben. Ich begrüße euch herzlich. Ich bin die Ursula und ich war gerade in einem Interview mit der Anita und ja, ich bin die Expertin für Kinderwunsch. Also ich bin Kinderwunschcoach mit eigener Praxis hier in der Schweiz und ich wurde interviewt zum Kongressthema Ich will leben. Da ging es darum, wie gehen Frauen mit ihrem unerfüllten Kinderwunsch um? Was können Sie tun, wenn Sie so in diesem Kinderwunschprozess drinstecken? Es geht auch darum, was könnten Qualitäten sein, wie man besser damit umgehen kann, wenn man einen unerfüllten Kinderwunsch hat. Ja, ich kann dich nur herzlich dazu einladen, dir dieses Interview anzuschauen. Ich freue mich auf dich. Hallo, mein Name ist Uwe Walter und seit 20 Jahren unterrichte ich Storytelling. Und vor etwa einem Jahr habe ich Anita Soder kennengelernt und war von ihrem Spirit und von ihrem Engagement, sich für das Thema Leben, Trauer zu engagieren, total begeistert, von der ersten Sekunde an. Und als sie mich gefragt hat, ob ich hier so ein Interview oder so ein Gespräch mit ihr führen könnte, habe ich sofort zugesagt. Ich muss sagen, dass ich in 20 Jahren noch nie so gesprochen habe, wie ich es jetzt gemacht habe. Sie hat mir einen Raum geboten, mal alles an Gedanken zum Thema Leben, Sterben, Sinn des Lebens mal so ganz frei zu äußern. Und das ist jetzt in dieses Video gemündet. Ich glaube, das ist eines der besten Dinge, die ich in meinem Leben bisher gemacht habe. Und wer wirklich Interesse hat, sich weiterzuentwickeln in jeder Hinsicht, für den könnte das mega interessant sein, hoffe ich jedenfalls und freue mich über Feedback und kann jeden nur dazu raten, sich bei diesem Kongress anzumelden und einfach sich auf die Sachen einzulassen. Wir alle sind Reisende, ein Leben lang und hoffen, diese Reise immer schöner und immer in bunteren Farben erleben zu können. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass mein pinkfarbenes Shirt dazu beiträgt. Viel Spaß, meldet euch einfach an, es wird sich ganz bestimmt lohnen. Also, liebe Zuhörer, ich kann euch diesen Kongress, Kunterbunte Trauerkongress heißt er übrigens, wo im November ausgestrahlt wird, kann ich euch nur ans Herz legen. Unter anderem werdet ihr mich in einem Interview
reden hören und auch andere zum Thema Trauer. Man kann viel aus so einem Interview für sich selbst rausziehen, würde ich jetzt mal stark behaupten. Es wird euch wirklich sehr viel Freude bereiten, etwas Trauer in den Augen stehen lassen, aber es wird euch weiterhelfen, auf jeden Fall. Also es ist nur empfehlenswert. Schaut euch diesen Kongress an, er ist super.